Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt und mich jetzt seht, werdet ihr vielleicht denken, ey, hat der Kerl kein anderes T-Shirt. Doch, hat er schon. Aber ich nutze gerade die Gelegenheit, die Ruhe, die ich auch gerade habe, rauche auf der einen Seite meine Pfeife, nämlich die hier, gefüllt mit Borsbergs Raspberry Cream. Und möchte euch trotzdem parallel eine Pfeife vorstellen, und zwar nicht die eben gezeigte Petersen, sondern dieses schmucke Stück hier. Wenn ihr die alten Dahnpipe-Kataloge kennt, wenn ihr von Dahnpipe noch den Online-Shop kennt und wenn ihr auch schon das eine oder andere Video von mir gesehen habt, dann werdet ihr mit Sicherheit wissen, ja, der Kerl, der mag auch die Torben Dahns pfeifen. Dieses schmucke Stück hier ist das Torben Dahns Shape Penta. Und wenn man sich hier oben den Kopf so anschaut, dann ist auch ziemlich schnell klar, warum diese Pfeife Penta heißt. 5. Es ist die Grundfläche eines Pentagramms. Ein kleineres Pfeifchen mit einer Besonderheit. Ich hatte diese Pfeife hier im Dahnpipe-Laden entdeckt. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da lag die in der Krabbelkiste drin und wurde nicht mehr in üblichen Torben Dahns Pfeifen verkauft. Wer jetzt die Torben Dahns Pfeifen, die Klassiker, kennt, vor allem was die nordischen Gottheiten angeht, es gibt ja da diverse andere Pfeifen, der wird merken, dass bei dieser Pfeife hier etwas anders ist. Und zwar genau das hier. Ich bin ja auf Facebook gestern gefragt worden, was kann man tun, wenn die Pfeife einen Holmriss hat? Nun, hier könnt ihr sehen, was Dahnpipe gemacht hat und was auch das einzig probate Mittel ist. Der Riss ist irgendwo hier unter diesem Ring versteckt im Holm. Dahnpipe hat also lange gesucht, bis sie einen passenden, versilbernden Ring gefunden haben. Ich nehme an, das wird vermutlich Nickel sein. Tut der Schönheit und auch dem Rauchgenuss keinen Abbruch. Hat den Ring einfach draufgesteckt, den Holm damit stabilisiert und die Pfeife kann man entsprechend bequem zerlegen. Filterkammer ist natürlich auch vorhanden. Wieder zusammenstecken und genüsslich rauchen. Wie ihr seht, der Biss ist sehr angenehm. Man kann die Pfeife bequem zwischen den Zähnen halten. Gut, ein bisschen unhöflich, wenn man mit jemandem spricht, aber halt auch für Beißer, egal ob rechts oder links. Bequem zu halten, Acrylmundstück, trotz allem schön flach gearbeitet, sauber gearbeitet, so wie man es halt von Torben Dahns generell gewohnt ist. Dann, wie man auch schön sehen kann, sandgestrahlt rundumher. Ist also wirklich überall die Sandstrahlung wunderbar untergebracht. Die Form erinnert hier so ein bisschen an ein Wikingerschiff, ist hier also auch wirklich genau an der vorderen Kante so ein wenig gekielt. Hier kann man es vielleicht am besten erkennen. Liegt vorzüglich in der Hand, weil die Kielung passt genau in die Falte hier zwischen dem zweiten und dritten Glied vom Zeigefinger. Der Daumen stützt hier hinten. Und für mich, der ich die Pfeife lieber in der Hand halte, ist das also eigentlich mit ein optimales Shape. Sie liegt klasse in der Hand, ist klein, hat ein gut mittleres Füllvolumen. Mittelfinger, jetzt bitte nicht persönlich nehmen. Es passt ungefähr anderthalb Glieder von meinem Mittelfinger passen hier rein, also auf jeden Fall etwas mehr als ein Glied. Der Kopf, wie ihr sehen könnt, der Rand oben, der ist ganz normal poliert. Und diese Pfeifen sind immer noch für wenig Geld zu haben. Sehr gute Qualität, schöne Designs, modern, in dem Fall sogar ein Unikat. Und das Ganze preislich für unter 70 Euro, Leute. Unter 70 Euro. Manch einer fragt ja immer, wie viel kostet eine gute Pfeife? Klar, man kann hingehen, kann sagen, kauf dir eine Jahrespfeife, kostet dich 200 Euro. Kauf dir eine Paul Winslow Pfeife, da legst du vielleicht bei 500 Euro. Kauf dir eine Pfeife von Bang, verkaufe aber vorher dein Auto. Dann kann man sich die für 5000 Euro vielleicht auch noch leisten. Wer aber wirklich, gerade als Einsteiger, gute Rauchhölzer haben möchte, gute Qualität, für wenig Geld,
Den sage ich schon seit Jahren, kauft eine Pfeife von Torben Dansk oder kauft eine Pfeife von Jirsa. Meines Wissens fertigt Jirsa aktuell immer noch die Torben Dansk Pfeifen und ist damit natürlich hervorragend, wenn es darum geht, für wenig Geld gute Pfeifen zu erwerben. Ich habe mehrere hiervon. Ich habe hier auch schon das eine oder andere Shape vorgestellt. Ich werde euch auch noch das eine oder andere Shape hier im Laufe der Zeit vorstellen, auch andere Pfeifen. Und Torben Dansk und auch Jirsa, wie gesagt, sind bei mir immer ganz vorne dran, weil man einfach ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Von daher war es das schon mit meiner Pfeifenvorstellung. Das geht hier immer kurz und knapp. Ich bin wie immer auf eure Kommentare gespannt. Wer von euch hat diese Pfeife vielleicht selbst und kann dann vielleicht auch einfach mal vielleicht selbst ein Video dazu machen oder in Facebook in diversen Gruppen mal Bilder einstellen, wie diese Shape normalerweise aussieht, ohne diese speziellen Verzierungen, den Zierholm. Und ja, lasst uns wie gewohnt austauschen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, euren Tabaken. Genießt es, vor allem jetzt genießt das Wetter. Der Regen scheint ja hoffentlich jetzt mal nachgelassen zu haben. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.